Hola und herzlich willkommen zur allerersten Folge Let's Draw Basic. Ich bin der Vasco und heute gibt es wieder ein neues Format, in dem ich euch Video für Video, Level für Level dazu bringen will, das Zeichnen zu lernen. Niemand ist untalentiert dafür, jeder kann es lernen, glaubt einfach an euch, übt und dann ist das definitiv machbar. Aber wir brauchen natürlich ein paar Sachen dazu, um überhaupt anfangen zu können. Und den Anfang macht hier ein Minenstift. Den benutze ich wirklich sehr, sehr gerne. Ich bin vom Bleistift irgendwann umgestiegen, weil man mit dem Minenstift einfach immer eine konstante Linie hat. Die bleibt immer gleich dick und verändert sich nicht, während man zeichnet. Radiergummi sollte natürlich auch jeder zu Hause haben. Also eigentlich habt ihr die Materialien alle zu Hause, die man so zum Anfang braucht. Für Minenstift brauchen wir natürlich Minen. Ich benutze da einfach so HB. Das ist im Prinzip die mittlere Stärke, 0,7. Da könnt ihr nichts falsch machen. B ist weich und H ist hart. Dieser Stift hier ist im Prinzip auch ein Minenstift, nur ein ziemlich dicker, mit dem ihr Schatten oder sowas malen könnt. Und das in Kombination mit den Wischern, die ihr gleich sehen werdet. Der Stift ist sehr, sehr weich, also wenn ihr da mit dem Finger über die Linie geht, habt ihr direkt den Bleistift, das Blei an den Händen. Hier ist der Wischer und mit dem könnt ihr richtig coole Sachen machen, und zwar solche Linien hier verwischen, sodass so ein smoother, grauer Übergang entsteht zum Weiß des Papiers, das in einem Skizzenbuch drin ist. Oh, da ist mir gerade der Wischer runtergefallen. Skizzenbuch oder einfach Druckerpapier zum Zeichnen, ist natürlich logisch, dass ihr das braucht. Das war im Prinzip alles, was man so braucht. Jetzt kommen zusätzliche Dinge, die müsst ihr nicht haben, vor allem nicht am Anfang, aber um ein schönes Bild zu kriegen, solltet ihr Buntstifte haben. Und hier eben solche Multiliner. Das sind im Prinzip Feinliner, nur ja, in verschiedensten Größen und sehr hohe Qualität, kann ich nur empfehlen. Das war eben ein ja, pinselartiger Multiliner. Ihr seht das alles in der Beschreibung, was genau was ist. Das hier ist so ein 0,03 mm Multiliner. Das ist sowas von dünn, da müsst ihr echt aufpassen, dass es ihr da die Mine nicht abbricht oder sowas. Ja, das sind die bekannten Copic-Stifte, die überteuerten Copic-Stifte. Copic-Chiao sind das hier. Die sind wirklich extrem teuer, aber auch extrem cool. Also mit denen könnt ihr sehr schnell und einfach Bilder kolorieren. Hier mit zwei Spitzen. Einmal so ein pinselartiges Ding und das andere ist eher so wie so ein Marker. Und ja, das verhält sich auch wie ein Pinsel, ist wirklich cool. Ihr könnt da auch mehrere Striche übereinander ziehen. Das seht ihr jetzt, da verändert sich auch die Farbe, die wird halt dunkler, wenn ihr übereinander malt. Hier seht ihr schon, der Übergang wird dann dunkler und damit könnt ihr auch schattieren. Mit nur einem einzigen Farbstift. Da habt ihr dann eben mehrere Farbnuancen. Dasselbe gilt hier für die Aquarellstifte. Da geht es dann schon so ein bisschen, ich meine Aquarellfarbe. Da geht es dann schon so ein bisschen ins Künstlerische, weil ich finde, die Bilder sehen ziemlich, ziemlich cool aus. Habt ihr erst letztens für mich entdeckt im Prinzip, diese Aquarellfarben im Kunstunterricht. Und die sind sowas von geil. Also ganz ehrlich, Aquarell ist richtig, richtig cool. Ihr seht gleich, was man damit machen kann. Hier so ein Pinselset. Klar, Pinsel braucht man, Wasser natürlich auch. Ich hoffe, ihr habt Wasser zu Hause. Da gibt es auch verschiedene Größen, da müsst ihr einfach den finden, der für euch das Richtige ist. Und hier ein paar Beispiele. Das hier ist zum Beispiel ein Bild von The Division, das Tom Clancy-Spiel. Das wurde mit Bleistift und Fineliner gezeichnet. Dann hier Bleistift in Kombination mit Buntstift. Da kann man richtig coolen Scheiß machen. Das ist hier ein bisschen freakige Kacke, die ich da gemalt habe. Aber ganz witzig. Und zu guter Letzt richtig, richtig coole Aquarellzeichnungen, Aquarellbilder. Das sieht auch richtig künstlerisch aus, finde ich. Und ja, das war's auch schon. Alles ist in der Beschreibung. Falls ihr noch irgendwas braucht, schaut einfach rein. Und ich verabschiede mich von euch. Hier ist noch der Fineliner. Und hoffe, ihr übt schön. Bis dahin.